Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Essens-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, der Essens-Adventskalender, also der klassische davon, es gibt ja auch noch die DIY-Variante, die es auch noch irgendwann auf diesem Kanal geben wird, ist ein Kläppchen-Adventskalender. Der ist aber von seiner Theorie her ein Schubladengedönsen. Er kostet 24,99 Euro, den gibt es überall zu kaufen gefühlt, also bei Douglas, bei Flaconi, bei DM, bei Rossmann, Rampampam, ne? Den kriegst du überall, Kosmetik for Less müsst du den auch haben und ja. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, dass ich hoffentlich hier auch so Produkte für ein Fullface oder so mit drin finden kann. Und was ich immer bei dem Essens-Adventskalender ultimativ finde, falls da Produkte drin sind, die halt wirklich nur für den Adventskalender designt worden sind. Wir schauen mal rein. Los geht es hier mit der Nummer 1. Ich habe mir jetzt einfach mal die Schubladen hier rausgenommen. Oh mein Gott, was ist das denn? Wir haben hier einen Blush drin. Also in den Kläppchen steht übrigens auch immer was drin, aber ne? Die Freude bzw. die Überraschung lasse ich euch noch. Hier haben wir einen Blush drin enthalten, Luminous Blush in der Farbe, keine Ahnung. Es sieht aber so lila aus. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und er hat auch nicht nur so ein weihnachtliches Design, sondern da sind auch wirklich Sternchen eingeprägt. Den können wir mal zusammen swatchen. Finde ich eigentlich ganz interessant. Oh, sehr interessante Farbe. So ein Mauve, ne? Sowas habe ich auch noch nicht bei mir in meiner Sammlung. Und meine Sammlung ist nicht klein. Auch das Produkt in der Nummer 2 hat dieses Adventskalender-Design. Und das ist ein Lip Scrub mit Süßmandelöl. 4,9 Gramm haben wir hier drin. Und das ist auch ein Produkt, was ich sehr sinnvoll finde. Ich mache ab und an mal ein Lippenpeeling. Ich mache das nicht so super häufig. Aber solche Lip Scrubs, die halt in Form von so einem Stift daherkommen, sind meistens halt auch nicht ganz so ultimativ mega mechanisch peelingmäßig unterwegs. Ne? Also es hält sich wirklich in Grenzen. Und ja, das kann man dann auch wirklich häufiger mal machen. In der Nummer 3 haben wir ein sehr, sehr spannendes Produkt, weil ich glaube, das gibt es so gar nicht zu kaufen. Und zwar ist es eine Eyeshadow Base mit 1,5 Gramm. Das ist diese hier. Und das ist in Pöttchenform. Also so ähnlich, würde ich mal so behaupten, wie von MAC, die Paint Pots. Also sehr interessant. Ich habe das auch öfters mal so in Tuben drin. Und das ist so ein schöner Ockerton. Das heißt, der wird dann wahrscheinlich auch noch das Lid so ein bisschen einfärben. Finde ich cool. Das Produkt in der Nummer 4 wird wahrscheinlich nicht alle so ultimativ glücklich machen, aber das haben wir eigentlich in jedem Essens-Adventskalender drin. Und zwar sind das Nagelsticker, ja, also im weihnachtlichen Design ganz einfach, ne? Ich werde die um die Weihnachtszeit herum auf jeden Fall verwenden. Das Problem, was ich bei Essens-Nagelstickern habe, ist, die halten bei mir irgendwie nicht so gut, liegt aber auch daran, dass ich recht runde Nägel habe. Aber ich freue mich schon drauf, die zu verwenden. Vielleicht mache ich das jetzt auch bald schon. Warum eigentlich nicht, ne? Am Tag vor Nikolaus erwartet uns ein Lippenstift. Ja, Lipstick, 3,5 Gramm, eine Farbe steht hier so nicht drauf. Ein semi-matter Lippenstift für die süßesten Weihnachtsküsse. Vom Design her schaut der so aus. Ist eine mattschwarze Verpackung mit einer goldenen Schrift, finde ich sehr hübsch. Ich würde jetzt hier ein Rot drin vermuten. Nee, es ist tatsächlich auch so ein Mauve-Ton und gar nicht so ein Rot-Weihnachtsrot. Also ein tragbarer Ton, der vielleicht sogar richtig gut auch zum Blush passen könnte, ne? Wow, Nikolaus ist richtig schön groß. Mirror, okay, wir haben ja einen Spiegel drin. So sieht die Verpackung aus. So einen Handspiegel kann man eigentlich auch gebrauchen, ne? Also normalerweise hat man den meistens irgendwo bei sich rumliegen. Oh, aber schöne Verpackung auch noch drumherum, ne? So mit so einem Goldsäckchen, finde ich hübsch. Aber wenn man sowas gar nicht hat oder wenn man seinen mal wieder verloren hat oder der kaputt ist, warum nicht? Dann hat man auf jeden Fall Nachschub. Und auch süßes Design ist wirklich auch auf dem Spiegel drauf. Und ja, es ist halt ein Spiegel, ne? Füllt sie da groß zusammen. Spiegel halt. Ich muss übrigens mal positiv anmerken, dass wir hier als Verpackung von den Produkten nicht Plastik oder sowas haben, sondern das ist tatsächlich Papier. In der 7 haben wir einen Brow-Spoolie drin. Und so einen Augenbrauen-Spoolie, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich jedes Mal, wenn ich mich schminke. Es sei denn, es ist an dem Augenbrauen-Produkt dran. Ne? Ist nicht immer der Fall. Ich mag das unheimlich gerne. Und das hier wird wahrscheinlich, ja, oh, auch so ein schönes Sparkling-Design haben. Das mag ich ja gerne leiden. Also richtig hübsch. Und ja, ein Spoolie, ne? Das kannst du zum Beispiel aber auch zweckentfremden, falls du deine Augenbrauen gar nicht machst. Um durch die Wimpern halt nochmal durchkämmen zu können, wenn man zum Beispiel zu viel Mascara drauf haben sollte oder so, ja.
Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir unser erstes Nagelprodukt drin. Das hier ist ein Mini Nail Primer. Okay, 5 ml sind hier drin enthalten. Das heißt, das wird man sich dann wahrscheinlich drüber machen, bevor man seinen Nagellack aufträgt. Weiß ich nicht. Verstehe ich das dann so als Base Coat? Würde ich sagen, oder? Oh wow, in der 9 dürfen wir uns über eine Mascara freuen. Das finde ich cool. Das ist die I Love Extreme Mascara. Die ganz klassische, die es auch im Standardsortiment gibt, aber halt in dieser Winteredition. Das finde ich ja hammermäßig, ne? Also viele mögen diese Mascara. Bei mir ist die halt nicht so super krass, muss ich gestehen. Also da habe ich auch andere, die ich einfach lieber verwende. Aber Wahnsinn, ne? Einfach mal eine komplette Full-Size hier drin zu haben. So random in der Nummer 9, das freut einen wirklich. Hier haben wir aber eine Plastikverpackung. In der Nummer 10 haben wir so Mini-Sponges drin. Die sind ja knuffig. Damit kannst du deinen Concealer halt so schön einblenden, ne? Also das finde ich richtig niedlich. Ich persönlich sehe halt keine riesengroße... Also ich finde die niedlich, ja, aber ich sehe halt keinen super Sinn in solchen kleinen Sponges drin, weil ich lieber halt einen normalen Schwamm nehme und dann einfach mit der Spitze unter die Augen gehe oder mit dem Pinsel das mache. Aber wenn man zum Beispiel, wie zum Beispiel Like a Daisy in Spring, die verwendet ja auch nur Concealer und gar keine Foundation, dann brauchst du ja eigentlich auch gar nicht so einen großen Sponge. Deswegen macht das, meine Haare haben sich verdüttelt, macht das auf jeden Fall Sinn. Quasi. Simmy ist ein kleiner, ich möchte gerne schnabulieren Hund, ne? Ja, ja, ja. Auch die Nummer 11 ist ein Klassiker in jedem Essens-Adventskalender, denn hier haben wir eine Handcreme drin. Nein, es ist eine Handmaske. Guck, Moisturizing Hand Mask mit Urea und Vitamin E. 25 ml sind hier drin enthalten. Gut, ja, ob jetzt Handmaske oder Handcreme, ich denke, dass man das so oder so halt drauf lassen kann, ne? Can be used 24/7 as daily hand and nail care or as an overnight treatment. Ach so, guck. Ne? Also am besten ist es tatsächlich, die sich irgendwie ans Bett zu stellen und dann abends die Hände damit einzucremen, dann kann das über Nacht halt einziehen. Oder du ziehst dir halt Baumwollhandschuhe oder sowas drüber. Die Kläffchen lassen sich echt blöd öffnen. Also jetzt hier bei der Nummer 12, es ist echt eingerissen und so, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Zumal man ja eigentlich bedenken muss, dass man die Schubladen ja immer wieder reinschiebt, ne? Okay, in der 12 Halbzeit haben wir ein Kajal drin, Kajal Pencil Eyeliner 01 Black ist die Farbe und das dürfte auch eine Full Size sein mit einem Gramm, der hier drin enthalten ist. Ja, ne, ist halt ein Klassiker auch wiederum in sowohl Essence als auch generellen Adventskalendern, ist so einer zum Anspitzen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben wir dementsprechend auch hier noch einen Anspitzer mit im Adventskalender. Die Nummer 13 ist wahrscheinlich ähnlich wie die Nagelsticker, so ein Produkt, was nicht jeder geil findet. Ich finde die ganz süß. Das sind Face Jewelries, also quasi Gesichtsglitzersteinchen. Ne? Die kann man sich dann wirklich ins Gesicht kleben. Entweder mit dem Kleber, der ja dran ist, um das Kram an der Folie hier drin zu befestigen. Oder halt mit einem Wimpernkleber oder so. Ne? Dass man dann halt in der Weihnachtszeit, wenn man fancy drauf ist, sich einfach mal so einen Mond hier hinklebt oder so. Ein Sternchen haben wir auch noch mit dabei, genau. Vielleicht mache ich das wirklich mal. Aber ich glaube, sowas ist eher was für coole Insta-Looks oder sowas. Ich sehe, dass wir in der 14 einen Blendepinsel drin haben. Haben wir dementsprechend dann auch noch hier Lidschatten drin? Das würde mich ja freuen. Und zwar ist das ein klassischer Eyeshadow-Blender, steht hier drauf. Und auch der wird wieder in diesem schönen Weihnachtsdesign sein, denke ich mal. Ja, der hat auch wieder diese Sternchen, ist gut, diese Sparkles drauf. Finde ich richtig, richtig hübsch. Und ja, sehr, 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 sehr cool, dass es einfach passend zu dem Spoolie ist. Also ich hoffe, wie gesagt, dass wir ein hier Lidschattenkram hier drin haben werden. Ich vermute, dass wir ein Augenbrauenprodukt hier drin haben werden, wobei das ziemlich schwierig wird mit der Farbe. Und ich befürchte, dass wir einen Anspitzer mit dabei haben werden, wegen dem Kajal. Hier haben wir auch wieder Nagellack drin enthalten. Mini Nude Nail Polish und da haben wir drin 5 ml. Ja, das ist wirklich so ein Nude-Ton oder wie ich es so gerne nenne. Es ist für mich sehr leberwurstig von der Farbe her. Sieht auf meinen Nägeln nicht so nice aus. Also es ist so ein schöner Alltagston, den man sicherlich auch gut tragen kann. Ne? Ich sehe auch überhaupt keine Farbbezeichnung drauf. Ist ja auch extra für den Adventskalender wahrscheinlich gemacht. Ne? Ja. Für mich ist das nichts, aber ich glaube, dass viele das ziemlich feiern werden. Passend zu der ganzen Maniküre, die uns ja durch die Nagellacke hier gegeben wird, haben wir in der Nummer
16, sind wir schon bei 16, Wahnsinn, eine Nagelfeile drin. Auch das wieder ein Klassiker. Aber sie ist hübsch, ne? Da ist, also auf der einen Seite ist sie so schön gold glitzernd, das mag ich gerne leiden, sehr grob, ne? Und auf der anderen Seite haben wir halt dieses schwarze Design mit ein bisschen Weihnachtsdeko mit dabei. Doch, doch, das ist eine gute Nagelfeile und ich finde auch die Essence-Nagelfeilen immer sehr schön und sehr gut und die funktionieren bei mir und halten auch eine ganze Weile. Deswegen ist dabei, ist okay. In der 17 erwartet uns ein Lipgloss und zwar in so einer schwierigen Applikationstube. Mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Ein Shiny Lipgloss Juicy Bomb. 10 ml haben wir hier drin enthalten. Proud Pitaya heißt hier die Farbbezeichnung. Ja, das ist so ein durchsichtiger Gloss, der so leicht milchig ist, ne? Ja, auf jeden Fall eine coole Geschichte, wenn man sowas gerne verwendet. Aber wie gesagt, ich mag das nicht so gerne, wenn du halt so eine Tube hast und das vorne so rausdrücken musst. Das ist nicht ganz so meine Welt. Ne? Also quasi diese Applikationsform. Da mag ich es lieber, wenn man halt so ein, wie bei Concealern auch so ein Füßchen hat und dann und das dann so ein bisschen präzise auftragen kann. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt die Nummer 18, die mich ein bisschen verwirrt. Ach, das sind Handgummis, genau. Armbänder, glaube ich. Nein, Hairties tatsächlich. Also es sind Haargummis, Wahnsinn. 2 Stück. Also für mich ist sowas nicht unbedingt was, weil meine Haare sich da drum verfangen werden. Ne? Das wird mir keine Freude bereiten. Und ja, das funktioniert bei mir leider nicht, weil ich sehr, sehr feine Haare habe. Aber von der Idee her finde ich das ganz süß. Ich denke auch, wenn die Armgelenke nicht so sind wie bei mir, also quasi für Kinder oder für Jugendliche, wird es auch um das Handgelenk passen, so als Accessoire einfach, als Armband. Aber wie gesagt, für mich ist es eher so ein Füllprodukt. In der Nummer 19 haben wir unseren nächsten Pinsel drin und zwar ist das ein Eyeshadow Shader, also quasi ein Pinsel, mit dem man ganz normal den Lidschatten auftragen kann. Huch, genau, also kann man als Eyeshadow Shader, als Packing Brush, als Smudger, als was auch immer bezeichnen, hat auch hier wieder dieses schöne Design am Stiel, was ich hübsch finde und Mensch, da kriegt man echt ein schönes Pinselsortiment zusammen und ich glaube, dass dieses Jahr auch Essence wieder eine schöne Pinsel Limited Edition rausbringen wird, wo auch, ich glaube, genau dieses Muster mit drauf ist. Mal gucken. Der obligatorische Lippenbalsam befindet sich in der Nummer 20, kann man gut gebrauchen, mit Süßmandelöl und Kokosnuss, 4,9 Gramm haben wir hier drin. Auch hier wieder das schöne Muster von dem Adventskalender oder der weihnachtlichen Geschichte von Essence nochmal aufgegriffen. Und ja, ist mit dabei, finde ich okay. Ich persönlich mag die Lippenbalsame von Essence nicht ganz so gerne, weil die nicht so ultra pflegend sind, wie ich das normalerweise bräuchte. Die Nummer 21 verstehe ich noch nicht so ganz. Ein Lash Curler. Wow, okay, das ist eine Wimpernzange. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen Respekt vor. Gut, wenn das funktioniert, dann funktioniert das, ne? Ich habe meine Wimpernzange hier, die habe ich von Brushworks, die hat 5 Euro gekostet. Die finde ich super, die funktioniert 1A. Die ist einfach klasse. Das hier sieht eher aus wie so ein Tool, was man damals in der Schultüte drin hat. Oder so ein Ding, wo man quasi so Stamps mitmachen kann, ne? Aber Eyelash Curler, ui, da hätte ich ein bisschen Respekt vor. In der Nummer 22 haben wir dann jetzt unseren Topcoat, also quasi was man über den Farblack drüber macht, um das Ganze zu versiegeln und haltbarer zu machen. Mini Fix and Gloss Topcoat, da sind 5 ml drin enthalten und auch das passt auf jeden Fall super zum Adventskalender und ja, auch in die Nummer 22. Passend zu den ganzen Pinseln, die jetzt drin waren, haben wir für den Tag vor Heiligabend in der Nummer 23 so ein Pinselwaschvieh. Sehr, sehr cool. Schaut so aus und das ist so richtig, ne, so tief. Und das macht man, also diesen kleinen Minisaugnapf, machst du einfach ans Waschbecken fest und kannst dann darin mit einer Pinselseife oder mit sonst irgendeiner anderen Seife halt deine Pinsel waschen, die Pigmente rausnehmen und ja, einfach reinigen. Und das finde ich als Tool in einem Adventskalender richtig cool. Natürlich befindet sich in der Nummer 24 das Highlight des Adventskalenders und hier nimmt Essence das Ganze auch wörtlich und packt hier einen Highlighter rein. Finde ich gut. Auch hier die gleiche Prägung wie bei dem Blush, super schön und den werde ich auch behalten und dementsprechend dann auch gleich mal eben swatchen. Sieht echt mega passend aus, auch für mich. Also sehr warm, ne? Also der geht eher ins Goldene, ist nicht nur Champagner, sondern geht wirklich ins Goldene und boah, ich finde diese Sterne da drauf, dieses Überlagerte, ne? Ich weiß nicht, ob die Kamera das richtig einfängt. Finde ich wirklich extrem cool. So, und jetzt mache ich hier mal den Swatch neben dem Blush. Oh, sehr gold. Uiuiui. Uiuiui. Ne? Könnte sogar fast ein Ticken zu warm für mich sein.
Aber ich glaube, zu Weihnachten kriege ich das auf jeden Fall hin. Da mache ich entweder einen super kühlen Highlighter bei mir nämlich gerne drauf oder halt einen goldenen. Ja, das war er nun, der Essence-Adventskalender. Ich möchte als Fazit erstmal zuallererst sagen, wir haben gar nicht so viele Nagellacke, wie wir sonst immer drin hatten. Wir haben gar nicht so viele Lippenprodukte drin, wie wir sonst immer hatten. Das finde ich sehr positiv. Dafür haben wir hier Pinsel mit dabei. Wir haben sehr viele Tools mit dabei. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Ich hätte mir eher gewünscht, dass man mehr dekorative Kosmetik halt bekommt. Das heißt, vielleicht mit dieser gleichen Prägung, ne, noch einen Bronzer reinpacken oder einen Puder oder so oder Lidschatten, ne? Das fehlt mir so ein bisschen, denn für 24,99 hätte man das kriegen können, finde ich. Ne, das hätte drin gesessen. Ja, aber ich finde den Inhalt okay. Also für ein junges Mädchen, die einfach so ein bisschen ihre Schminksammlung auffrischen möchte oder für jemand, der auf diese LEs von Essence abfährt, ist es auf jeden Fall ein Kauf wert, ja. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich nämlich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!